Und Leute, was macht ihr heute noch so schön? Hallo Evelina. Sorry, gar nicht gesehen, dass du dir was geschrieben hast. Wahrscheinlich, weil das Spiel so laut ist. Hallöchen, wie geht's dir? So, Zehnreich. Und den Rest füllen wir wieder auf mit den roten. Mir geht's gut, sehr schön. Mir geht's auch ganz gut, danke der Nachfrage. Hier muss man echt ein bisschen aufpassen, ne? Sind alle da? Sind alle da, ne? Okay, gehe ich nochmal kurz alle hier upgraden. Bisschen kommen, ne? Okay. So, dann brauche ich Bomben. Wir werden jetzt erstmal die letzte Tür, Tor, Schloss, nee, Tor. Das letzte Tor werden wir jetzt erstmal kaputt machen. Ich glaube, weiter gibt's keins. Habe ich alle? Ja. Sind aber sehr knapp. Aber sehr knapp hier am Rand. Habe ich alle? Natürlich nicht. Jetzt habe ich alle. Platz. Damn, Alter. Wenn ich nicht ständig immer die Steindinger hätte, dann könnte ich auch mal ein paar nach oben schmeißen. Das mal hier alle aus dem Weg. Weg ist weg. Los, mitnehmen. Danke. Was mit dir hier hinten? Kann ich keiner mitnehmen? Wir brauchen jetzt hier.
5 waren nicht, ne? Euch stelle ich mal hier hin. Euch nehme ich mit. Okay, probieren wir nochmal unser Bestes. Woran erkennt man denn, dass er anfängt, da seine Sporen zu ballern? Ah, okay. Wenn er anfängt, so zu schwitzen. Jetzt erstmal hierher und schmeißen wir euch. Ich verstehe nicht, manchmal. Warum funktioniert das denn am Anfang überhaupt nicht? Nicht sterben oder was? Der ist doch schon bei 0 AP. Den letzten Furz, Alter. Zwölf reichen, ne? Ja. Was haben wir hier? Ich habe den Omega-Stabilisator gefunden. Sieht aus wie eine Scheibe Fisch. Ne? Kennst du diesen Fisch? Die man meistens bei Sushi oder so kriegt. Es ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche komischen kosmischen Stürme geleitet. Und er sieht absolut cool aus. Hier ran da, Mädels. Jungs, Mädels, was auch immer. Pigments halt, ne? Geht er hier auch noch mal mit ran, dann geht er auch ein bisschen schneller. Wo ist denn der Frosch jetzt? Ah, da kommt's weg. Schneller, Jungs! Ich habe auch extra das dahin gehen, damit sie durch das Feuer gehen müssen, ne? Damit du nicht mit gelben Pigments da ankommst oder weiß ich nicht, mit blauen Pigments und so. Okay, lass mich mal gucken, was hier hinten noch so ist. Wer bist du denn, Hallöchen? Omega-Stabilisator, das ist das Seitenruder des Dolphins. Es sieht ein bisschen lediert aus, aber es sollte funktionieren. Ich mache richtige Fortschritte bei der Reparatur des Schiffes. Ich werde sicher in der Lage sein zu fliegen, auch wenn ich noch nicht alle 30 Teile gefunden habe. Wir haben jetzt die Hälfte.
Okay, das ist ein ganz komischer Gegner. Sieht so aus, als wenn ich da irgendwie ein bisschen mehr Power brauche. Also die Bomben scheinen da nicht irgendwie viel zu bewirken. Euch nehmen wir mit und euch nehmen wir noch mit. Let's go. Versuchen wir unser Glück. Gegen dieses komische Ding. Das sieht aus wie so ein Gegner von Final Fantasy. Da war irgendwo mit Kiropate. Ihr seid doch Feuerpigments. An die Murmel. Hallo, wie oft soll ich denn noch tröten? Hallo. Oh, andere Kamera bitte. Danke. Wieder so ein komischer Pisser, ey. Wir kriegen jetzt hier den Ding da runter. Den Knubbel da jetzt. Der Wächtersatellit. Die unendlichen Weiten des Weltalls bergen so manche Gefahren. Dieser automatisierte Satellit schützt mich und mein Schiff. Nun kann ich nachts beruhigt schlafen, da ich weiß, dass mein kleiner Wächter wieder seinen Dienst versieht. Ich habe einiges verloren, ne? Mit 60 bin ich hergekommen. Oder? Mit wie viel bin ich hergekommen? Oder waren es 80? Ich glaube, mit 80 bin ich hergekommen und mit 64 gehe ich wieder nach Hause. Junge! Wie das nervt, ey, dass sie überall hängen bleiben, Alter. Das ist so nervig. Das ist einfach so pur nervig. Wächtersatellit, er hat mich schon sehr oft vor Weltraumpiraten gewarnt. Nein, ihr geht da rein. Ich glaube, das war das letzte Teil, ne? Zumindest hier von diesem Kartenbereich. Wir haben zwei Bosse besiegt. Ich
Ich glaube, mit denen gehe ich noch mal ein bisschen stiften. Da hinten haben wir nämlich auch noch zwei rumstehen. Irgendwie die Population wieder ein bisschen auffrischen, wa? Ohne Mist, wo sind die denn lang, ey? Die sind extra einen langen Weg laufen, wa? Unglaublich. So, da wir ja eigentlich nicht mehr hier zurückkommen wollen, versuche ich mal alle Pigments noch rauszufischen, die es hier gibt. Egal ob groß oder klein, jeder kommt mit. Bam, sehr schön. Nice. Ich bin gerade sehr auf das Spiel fixiert, ey. Okay, hier brauchen wir nicht mehr zurück. Gut. Knorke. Sehr schön. Und wie viel habe ich verloren? 12 Tage seit Aufprall. Es ist schon seltsam. Dieser Planet, der mir erst so friedlich erschien, scheint mir nun so friedlich... Scheint mir jetzt nun so friedlich. Die Pigmen haben wohl mein Herz für die Schönheiten dieser Welt geöffnet. Ich glaube mittlerweile, dass ich gar nicht alle Teile benötige. Was? Okay, also im Kampf verloren. Sieht man da oben, ne? Erst gehen sie über blau, dann gehen sie wieder unter blau. Und dann gehen sie wieder über blau. Also wir haben auf jeden Fall Plus gemacht, auch wenn ich 21 heute im Kampf verloren habe. Ey, wir haben fast 300 rote Pigments. Wir wollen noch 14 Teile und haben noch 18 Tage dafür übrig.